Und dann schwimmen die da so durch den Garbage Patch, können das auffressen, bewegen sich fort, indem sie hinten wegscheißen. Halte ich für noch größeren Schwachsinn als die meisten anderen Verschwörungstheorien. Ich glaube, ich sehe, nein, du bist auch recht überzeugt von dem. Das ist enorm knapp gesehen. Der Thomas Graf hat leider nur noch 90,2 Dezibel. Welche Dicke vom Aufstrich auf dem Toastbrot, welche Auswirkungen haben und ob das einen Zusammenhang hat mit der Einspielung in der Umgebung? Ich muss hier als Umwelt-, Wirtschaftspolitik-, Kulturwissenschaftlerin meinem Vorredner leider dezidiert widersprechen. Wir haben durchschnittliche Dezibelwert von 94,0 Dezibel erreicht. Damit stehen die beiden Finalistinnen, steht Finalistin und der Finalist. Da wir leider nicht mehr so viel Zeit haben, möchte ich nun zum Ende unserer Studie kommen und Ihnen noch die Ergebnisse erklären. Sie sehen, das sind ja viele Zeichen, die Sie jetzt vielleicht nicht verstehen, aber darum weiß man auch, das ist wissenschaftlich. Ja, ich glaube, ich muss nicht viel dazu sagen.